Nach zwei gewonnenen EHF-Pokalspielen sollte nun auch der erste Bundesliga-Sieg für den SC Magdeburg in der Rückrunde her. Hochmotiviert gingen die Grün-Roten ins Spiel. Aber der Tabellenletzte TuS in Lübbecke eröffnete durch seine Nummer 69 Christian Klimek die Partie. In seiner bekannten Topform legte der bald Vater werdende Michael Damgaard zum 1:1 nach. Damgaard erzielte in diesem Spiel 6 Tore. Gleich zu Beginn der Partie gab es die ersten Schrecksekunden. Beim Abwehrspiel stoßen Nemanja Zelenovic und Jakob Bagerstedt kraftvoll zusammen. Jakob liegt verletzt zurück. Aber noch am selben Abend gab es Entwarnung. Jakobs Lippe wurde genäht und er ist ohne weitere Schäden, sodass er am Sonnabend mit voller Kraft auf der Platte stehen kann. Der SCM konnte sich nicht so recht absetzen. Am Anfang der 7. Spielminute gelang Gábor Langhans der Ausgleichstreffer. Aber die grün-roten Jungs waren weiterhin mit voller Konzentration dabei. Finn Lemke blockte den Ball vom Lübecker Gegenspieler mit Power ab und passte zum SCM-Urgestein Yves Grafenhorst, der im Gegenstoß das 5:3 markierte. Im Alleingang erzielte Spielmacher Marco Besiak die erste 4-Tore-Führung. Für die Gegner war ab diesem Zeitpunkt kein Durchkommen mehr. SCM-Torhüter Yannick Green stand wie eine Wand in seinem Tor und machte es in vielen wichtigen Momenten zu. Im Anschluss klappten auch wieder die Spielzüge und das Spiel durch den Kreis. Jakob Bagerstedt biss sich durch und traf zum 14:7. Besonders motiviert war in diesem Spiel auch der Winterpausen-Neuzugang Jens Schöngard. Gegen seinen Ex-Verein warf er 3 wichtige Tore. Auch von außen klappte alles. Nach einem Pass von Michael Damgaard erzielte Robert Weber seinen 5. Treffer in der ersten Halbzeit. Ex-Lübecker Jens Schöngard baute auch in der zweiten Halbzeit die Führung für den SCM weiter auf. Der Lübecker Gegenspieler Jens Bechtloff scheiterte auch am 7-Meter-Punkt gegen Yannick Green, der seine Paradenquote immer mehr ansteigen lässt. SCM-Linksaußen Yves Grafenhorst verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Er macht somit 2017 die 20 Jahre SCM voll und hier gelang ihm die 10-Tore-Führung. Nach seiner langen Verletzungspause warf Kreisspieler Zielko Musa die 11-Tore-Führung für den SC Magdeburg. Zielko erzielte innerhalb von 6 Minuten seine 2 Tore in diesem Spiel. Die Tore kamen nun Schlag auf Schlag. Einen Hammerwurf zeigte auch Michael Haas und überraschte nicht nur den Lübecker Torhüter. Youngster Vincent Sohmann bekam nicht nur Einsatzminuten, sondern er musste auch gleich zweimal zum 7 Meter ran. Der 20-Jährige verwandelte beide gezielt und treffsicher und wurde danach lautstark von 5.385 Zuschauern bejubelt. Ebenfalls nach seiner langen Verletzungspause warf Rückraumschütze Andreas Rojewski wieder sein erstes Tor für den SC Magdeburg. Lübbecke eröffnete nicht nur die Partie mit dem ersten Tor, sondern beendete sie auch mit seinem letzten, dem 21. Treffer. Mit einem Endstand von 33:21 macht der SCM den ersten Bundesligasieg in der Rückrunde perfekt. SCM-Trainer Bennett Wiegert bereitet nun schon das nächste Spiel gegen Granuleas am kommenden Sonnabend vor. Der SCM hofft auf die Fortsetzung der Miniserie von 4 nicht verlorenen Spielen. Ja, erstmal Glückwunsch an Magdeburg. Ich denke, der Sieg, da gibt es nichts zu rütteln, er war hoch verdient. Ja, wenn man halt nur halb auftritt, keine Aggressivität in der Abwehr und vorne leichte Chancen liegen lässt, dann weiß, glaube ich, jeder, dass es schwer wird. Klar, in Magdeburg plant man halt nicht unbedingt Punkte ein. Klar, sind wir jetzt enttäuscht von unserer Leistung, weil wir uns schon ein bisschen was ausgerechnet haben im Vorfeld, weil Magdeburg ja davor auch nicht hundertprozentig gut drauf war, aber die haben eine Top-Mannschaft und klar sind wir enttäuscht jetzt erstmal. Ihr hattet jetzt am letzten Wochenende euren ersten Sieg. Da rechnet jeder damit, eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, dass die hier ganz anders auftritt oder so. Hast du eine Erklärung dafür? Nee, wir haben uns halt direkt am Anfang einschüchtern lassen und haben zu viel Respekt gehabt, denke ich. Und dann wird es schwer hier zu gewinnen. Ich denke, Magdeburg ist eine Festung hier und die gewinnen viele Heimspiele. Ja, ist jetzt kein Beinbruch, denke ich, aber wir haben uns natürlich schon ein bisschen mehr erhofft. Also ich denke, so wie in der Abwehr, 21 kassierte Tore, 33 geschossene,
ich glaube, damit kann man leben und so macht es auch Spaß. Jetzt geht es am Sonnabend gleich weiter gegen Granulers. Merkt man jetzt so diesen Aufwärtstrend Schritt für Schritt nach oben? Ja, man muss das Positive mitnehmen und dann am Samstag einfach nochmal einen draufsetzen. Und du, wir haben jetzt eine kleine Serie angerissen, wir haben jetzt 4 Spiele ohne Niederlage und das wollen wir jetzt einfach weiter fortführen. Ja, tolle Leistung von der gesamten Mannschaft, sowohl defensiv als auch offensiv, das hat richtig Spaß gemacht. Hätte auch gern noch länger gespielt, aber wir haben noch ein paar englische Wochen vor uns, deswegen ist alles ganz gut und ich freue mich, dass wir heute so eine Leistung aufs Parkett geliefert haben. Yves, aus deiner Sicht, in der ersten Halbzeit war ein 8-1-Lauf von 7-6 auf 15-7 die Vorentscheidung, auch aus deiner Sicht? Ja, ich denke schon, wenn man die Körpersprache von Nettestedt gesehen hat, aber trotzdem, das war uns egal. Wir haben auch in der Halbzeit gesagt, dass wir weiterhin Killer sein wollen, dass wir uns das verdienen, heute ja auch das Spiel über 60 Minuten richtig abzuliefern und nicht nachzulassen und nichts zu verschenken, sondern wir wollten heute wirklich 60 Minuten Gas geben.